In der Brugger Stadthalle gab es dieser Tage feinste Oktoberfeststimmung. Hoher Besuch der Partnergemeinde aus Bruckmühl verleihte dem Abend eine besondere Atmosphäre, ganz im Zeichen der Freundschaft. Das Oktoberfest findet hier jetzt in diesem Rahmen das erste Mal statt. Anlass war natürlich 45 Jahre Partnerschaft mit Bruckmühl. Und auch herzlich willkommen der Bürgermeister von Bruckmühl, Richard Richter, und hat auch ein Gastgeschenk mitgebracht. 50 Liter Wiesenbier, ein Spatenbier, das frisch von der Brauerei geholt worden ist bei der Anreise. Und es wurde leider die fachmännische Betreuung des Fasses nicht gemacht. Es wurde gerollt. War ein bisschen kompliziert beim Anstich, aber wir haben das gemeistert gemeinsam. Dank dem großartigen Geschick vom Bürgermeister Weil ist der so Sabotageakt ins Leere gelaufen. Wobei, ich muss sagen, fürs Rollen kann ich nichts, aber als Lieferant ist man natürlich bis zur Haustüre verantwortlich und das haben wir nicht gut gemacht. Ich freue mich, dass die Freunde aus Bruckmühl da sind. Wir waren heuer bei euch draußen beim Fest. Es war fantastisch und wir können da nicht ganz mithalten, weil ihr habt da 4.000 Mann zählt oder 5.000. 3.000. Okay. Wir haben da 300. Also wir werden uns steigern müssen, dass wir da dazu kommen, aber wir arbeiten dran. Ja. Wir sind unwahrscheinlich gut aufgenommen worden hier im Bruck an der Leiter. Macht unwahrscheinlich Spaß, eine Freundschaft zu pflegen, die 45 Jahre schon besteht. Anfang Juli 2002, dass eine Delegation mit dem damaligen Bürgermeister, mit Herrn Franz Berger, nach Bruckmühl gefahren. Und da war ich auch dabei. Ich war alleine und ja, er hat mich gefragt, ob ich mitfahren will und das war super. Und da haben wir uns kennengelernt. Er war Fahnenträger und ich bin unmittelbar hinterher in den Festzug gegangen. Da haben wir uns dann halt kennengelernt und ab da sind wir dann gependelt, fast 7 Jahre, jedes Wochenende 1000 Kilometer und irgendwann haben wir halt gesagt, nein, wenn, dann Nägel mit Köpfen und ich bin halt dann hier runtergekommen. Wie gefällt es Ihnen nun hier in Bruck an der Leiter? Ja, doch, sehr gut. Es ist zwar Mentalität anders, aber passt doch. Also sehr gut. Also uns gefällt es gut, immer gut in Bruck an der Leiter. So immer eine Freude, wenn wir eingeladen werden und das Oktoberfest, dass man bei einer Premiere von einem Fest dabei sein darf, das auch noch so gut besucht wird, wo doch so viel außenrum am Programm geboten ist in der Stadt, ist ja ein Traum, das wünscht man sich. Also ich habe es ja in der Ansprache gesagt, das Münchner Oktoberfest ist heute in den Schatten gestellt von Niederösterreich. Für einen Ort und für einen Zusammenhalt, für eine Stadt ist es natürlich immens wichtig, gemeinsam Feste zu feiern. Da kommen die Leute zusammen und das muss man einfach ausnutzen. Diese Chance bietet sich genau bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Festen. Geselligkeit, Gemeinsamkeit, Zusammengehörigkeit, das spiegelt es wieder. Was darf denn auf keinem Oktoberfest fehlen? Die Bayern würden sagen, es darf die Brezen nicht fehlen. Aber bei uns gibt es ja das Grillhändel. Ich habe ja schon eins probiert, das schmeckt köstlichst und hervorragend, kann ich nur empfehlen. Und natürlich das große Bier. Wir haben es nicht so mit, wir haben es nicht so mit dem Moos, aber die großen Bier, die trinken wir auch ganz gern. Und die werden wir heute auch zum Abschluss des Tages auch eins genehmigen. Wie schmeckt denn das Bier? Ja, sehr gut. Wir müssen jetzt beginnen auszutrinken, weil sonst ist das Fass schon leer. Ja. Es ist ja schön, dass es schmeckt. Aber wie gesagt, er hat ja gesagt, der Sturm war hervorragend. Die verschiedenen, heute haben wir noch auf roten Sturm umgestiegen. Aber man hat schon gemerkt, beim Schießen am Vormittag, das war Programmpunkt in der Schießanlage, die Ergebnisse waren jetzt nicht so. Obwohl alle beteuert haben, sie haben die Scheibe nur einmal gesehen. Es ist nicht bloß, dass es bei uns in Bayern so ist, sondern auch in Österreich gibt es sehr gutes Bier. Und naja, ihr habt es aber schon. Alles. Ja. Wir werden das nachher verkosten ohne Kamera. Da dürfen die Mitarbeiter von R1 auch ein Schluck Bier trinken.